da draußen, willkommen zurück auf meinem Kanal und willkommen zu Platz 2. Jetzt denkt ihr auch, was redet die schon wieder da? Ich hatte ja mal, oder es war schon die zweite Umfrage, die ich auf Instagram gestartet habe, bei wegen meinen High-End-Paletten. Ich habe ja doch so ein paar. Und auf Platz 1 war ja die Born to Run-Palette von Urban Decay. Und jetzt auf Platz 2 habt ihr diese tolle Palette gewählt. Die Bright 16 Color Palette von Beauty Bay. Die habe ich mal beim Sale, ja wo auch sonst, ne? Kaufe ich immer im Sale ein, ergattern können. Und ihr wollt davon ein Schminki sehen. Selbst schuld. Nein, war ein Scherz. Also, ja, ich würde sagen, wir fangen einfach mal sofort an. Ich hole euch näher ran. Ich habe, glaube ich, alles hier stehen, was ich brauche. Und ja. Ihr seht, es könnte schon etwas gelblich werden, weil das ist nämlich eine bunte Palette. Ja. Ich habe da auch noch eine riesengroße von und noch eine Pastell. Damit haben wir natürlich auch schon Schminki gemacht. Aber ich möchte jetzt mit der, natürlich mit eurem Platz 2. Aber warte mal, ich habe mir das ja genau aufgeschrieben. Ich habe ja hier mein schlaues Buch liegen. Ich habe das nämlich genau aufgeschrieben. Beauty Bay war nämlich auf Platz 2 mit 83% Ja-Stimmen und 17% Nein. Hm. Ja, und deswegen auf Platz 2 meine Catrice-Klebe-Dinger, Bändchen, wie auch immer. Mal hier rauspulen. Na komm schon. So. Und da kleben wir uns jetzt erstmal das Auge ab. Wie immer. Oh, jetzt sogar zwei rausgeholt. Zwei brauchen wir nicht. So, ich finde diese Catrice-Dinger super. Die hatten sie jetzt aber leider im Ausverkauf. Ich glaube, die nehmen sie aus dem Programm. Wahrscheinlich bin ich die Einzige, die die gekauft hat. Aber nee, nee, ich glaube, ich habe schon gehört, ihr habt die auch geholt, ne? Naja. So, wir setzen jetzt erstmal unser Auge. Wir haben nämlich hier ein schönes Weiß drin und das heißt White Lies, also weiße Lügen. Hallo. What? Und ich nehme diesen schönen Pinsel von, ich glaube, der war von Essence, ne? Aus einer LE, ja genau, Essence steht drauf. Weihnachts-LE war das, glaube ich. Und jetzt setten wir erstmal. Und da ich das ja mitgekriegt habe, aber ihr müsst mal gucken, bei Beauty Bay, ich verlinke euch das natürlich unten in der Infobox, diese Palette. Die habe ich ja für ein Schnäppchen gekauft. Da müsst ihr mal gucken. Also da bei Beauty Bay gibt es eigentlich auch immer schöne Sachen im Sale. Auch schöne Paletten. Für, wenn man davon ja noch nichts hat, ne? Ich hatte noch nichts von Beauty Bay. Und das waren, sind so meine ersten Paletten. Und zum Testen finde ich das nämlich ganz gut, wenn man sich die erstmal im Sale kauft, ne? Etwas günstiger. Weil, wenn es ja für die Tonne ist, ne, ärgert man sich dann, dass man irgendwie 20, 30 Euro für eine Palette ausgegeben hat. Und so hat man dann 10 dafür ausgegeben. Und ich glaube, das ist ganz legitim, ne, so zu testen. Es juckt. Wir haben ja früher gesagt, wenn es juckt, Stelle merken und waschen. Wie schon wieder, ist eine Woche rum. Ja. So. Ja, gesettet ist ein schönes, helles Weiß. Ne? Ja, und ich habe mir heute überlegt, ich habe nämlich heute Bock auf Gelb. Ja, und dann wird es einmal diese Farbe hier sein. Hello Sunshine! Naja, passt ja, wir brauchen mal endlich mal wieder Sonne hier, ne? Das ist ja alles so grau in grau. Und das werde ich mir nämlich jetzt auf meine, auf mein gesamtes bewegliches Lid geben. Also ich habe keine Krissel in der Palette, ne? Also super klasse. Ja. Und hallo. Wow. Okay, aber ist Sunshine Sunshine. Also ich gebe mir das nicht nur aufs bewegliche Lid, ich gebe mir nämlich das Gelb jetzt mal aufs ganze Auge. Ja, ist mir irgendwie danach heute. Man muss ja auch mal andere Sachen schminken, ne? Wenn man immer nur dasselbe schminkt, ist ja auch langweilig. Und ihr wisst ja, bei mir gibt es immer schön unterschiedliche Looks. Und ich bin da ja auch sehr farbenfroh unterwegs. Bin da ja sehr
experimentierfreudig. Einfach machen. Einfach machen. Ich gehe auch damit dann einkaufen, ne? Habe ich überhaupt kein Problem. Ich war ja, als wir jetzt. Wir hatten ja jetzt. Kein Fallout, ne? Wir hatten ja jetzt Erste-Hilfe-Kurs auf der Arbeit und das war ungefähr so 8-9 Stunden. Und meine Arbeitskollegen im Lager, die sehen mich halt immer, ja, wie ihr mich morgens auf Instagram seht, also falls ihr mir da noch nicht folgt, schminki-eis, da zeige ich mich ungeschminkt morgens um 3 Uhr. Die sehen mich so, mit Zopf, ungeschminkt, nur Creme im Gesicht, das muss sein. Bei minus 24 Grad muss einfach Creme aufs Gesicht, ein Kälteschutz. Ich habe da echte gute Creme gefunden oder ein paar gute Cremes. Und da kam ich dann an dem Tag, wo wir, ich gesagt, da kannst du ja nicht ewig rumschlaufen wie ein letzter Schlumpf, ne? Wo wir das hatten, kam ich dann halt mit, ja, Haaren wie diese und halt mal Make-up. Und die haben dann zu mir gesagt, na nu, wer bist denn du? Ich sag, hallo, ich bin's doch nur. Ja, die kennen mich so nicht. Und haben gesagt, wow. Sieht aber toll aus. Mach das doch mal auf Arbeit. Und ich so, genau. Gerade im Tiefkühllager wurde die eh alle 5 Minuten ins Gesicht datscht. Und ich stehe da nicht morgens noch eine Stunde her auf. Nee. Da hast du ja auch eine Mütze bis hierhin, ne? Und nee. So. Ja. Wir sind da quasi schon fertig, Leute. Noch nicht ganz, aber ich kann das hier abziehen. Nein, wir sind noch nicht fertig. Deswegen, ich hatte jetzt irgendwie ein bisschen Puder hier im Mund. mache ich das nicht auf Arbeit. So, ja, also, weiter geht die lustige Fahrt. Ich gebe mir das Geld gleich auch nach unten, aber ich möchte mir erst noch hier dieses Rise and Shine, das ist so ein Goldgelb ins Grünliche auf. Ich nehme das jetzt einfach mit dem Finger auf. Das ist so ein schöner Glanz. Und den möchte ich mir hier drauf geben. Wir sind heute einfach mal so Ton in Ton. Aber natürlich habe ich mir noch was ausgedacht, was ich gleich noch machen möchte. Mal schauen, ob es funktioniert. Ich weiß es nicht. Also ich gebe mir das hier einfach aufs bewegliche Lid. Ziehe mir das so einfach ein bisschen auch bis nach hinten. Und dann habe ich einfach noch so ein bisschen Glanz, ne? Ich mag das ja. Etwas Glanz muss sein. Oh. Gelb ist ja auch nicht so jedermanns Sache. Ich mag das. Das ziehen wir uns jetzt hier rüber. Und dann, ja, wird es dann gleich doch noch etwas andersfarbig. Also, finde ich echt schön, ne? Und der Highlighter wird heute auch mal etwas anders. Nämlich etwas Gold. So, ich muss mir hier noch ein bisschen Farbe wegnehmen. Hier ist doch ein bisschen was runtergekullert. Aber nicht schlimm. So. Und wir haben ja daraus gelernt. Ich nehme jetzt nicht mehr diesen abgeflachten, sondern. Wartet mal. Irgendwie habe ich so viele Pinsel, aber nicht den, den ich brauche. Kennt ihr das? Ich nehme den. Ach, guck, ist sogar aus derselben LE. Also in das Gelb wieder rein. Und dann setze ich mir das hier schön hin, weil ich habe immer den Pinsel genommen für die Augenbrauen. Da habe ich aber gemerkt, das wird mir einfach zu hart hier unten. Und deswegen nehme ich dann etwas fluffigeren. Ich werde mir gleich aber auch noch etwas Glanz da drauf geben von dem Gelb, was ich mir da habe oben hingetan. Gelb-grün, ne, sagen wir mal. Einfach hier ein bisschen Glanz drauf. Andere Seite machen wir auch. Macht ihr eigentlich auch immer so? Ich weiß auch nicht. Immer das immer. Der beknackt aus, ne? Hallo, du bist im Internet. Vielleicht soll es vernünftig aussehen. Nein. Egal.
Ihr seht auch nur, was ich oben rum anhabe. Untenrum habe ich immer noch meine Arbeitsbuchse an. Ja, läuft. Genau. Oder meistens auch Joggingbuchse, ne? Oben hui, unten pfui. Zip, zip, zabididu. So, so. Einmal ein bisschen hier wieder wegnehmen. So, und ja, jetzt möchte ich mir nämlich einen ganz, ganz schmalen Pinsel nehmen. Und da lacht mich dieser hier nämlich sehr schön an. Und, obwohl, warte mal, nee, der ist eigentlich auch noch zu breit. Der hier ist gut. Der hier ist gut von Lovia. Und da gehe ich jetzt in dieses Blau und ziehe mir einen Lidstrich. Ja. Das heißt übrigens Pacific Dreams. Und dann ziehen wir uns jetzt halt mal einen blauen Lidstrich. Ich muss hier mal ein bisschen immer abklopfen, weil sonst habe ich hier Fallout, das will ich ja auch nicht. Lässt sich aber echt gut auftragen, ne? Muss ich sagen. Ich muss jetzt aber hier mal ein bisschen ziehen. Wenn man es intensiver haben möchte, geht man einfach nochmal rein und zieht sich nochmal eine zweite Schicht darüber. Das ist cool. Andere Seite. Guck mal, da hatte ich nämlich gerade eine blaue Mascara in der Hand. Gedacht, passt aber irgendwie nicht. Habe ich es wieder weggelegt. Hätte man aber irgendwie machen können heute, ne? Schön immer bis unten hin. Also ich finde mal, der eine Wing wird super und der andere wird dann immer zum Weglaufen. Aber ich bin halt kein Profi, ne? Das ist hier mein Hobby. Ich habe es echt lieben gelernt, täglich bei euch zu sein. So, und da das hier noch etwas, oder auf der anderen Seite etwas dunkler ist, müssen wir das natürlich auch noch nachziehen. Ja, täglich bei euch zu sein, ob im Wohnzimmer, im Bett, am Klo. Und ich mag es einfach. Das ist mein Hobby geworden. Ich liebe es, was ich hier tue. Und ja. Holla die Bolla, oder? Jo. Also, die ist auf jeden Fall sehr farbintensiv. Guckt euch das mal an. Die musst du auf jeden Fall waschen. Weil du kriegst das gar nicht alles da raus. Puh. Ne, so, und ist mein Look heute mal. Nehme ich das jetzt auch noch mit? Nee. Aber ich will noch ein bisschen von dem Gelb. Das finde ich besser. So. Ist schon wieder zu wenig Platz hier für meine Pinsel, ne? So. Ja, jetzt kommen wir schon zum Highlighter. Und da hatte ich mir jetzt die Rival de Luke Meets Q10 Face Palette rausgesucht. Die hat nämlich mehrere Highlighter. Aber da es ja gelb ist, habe ich mir gedacht, nehme ich doch diese Farbe hier. Passt ja gut dazu. Gold. So. Pinsel hier von Mio Mare. Dann gehen wir einmal mal rein und dann. Also
Ich glänze ja eigentlich auch schon hier mit meinem Rouge immer. Oh, da können wir, glaube ich, mal ein bisschen mehr nehmen. Da brauchen wir gar nicht abklopfen. Da brauchen wir nicht abklopfen. Und den setzt sich mir gleich auch noch. Oder nehmen wir für den Innenwinkel was anderes. Ich glaube, damit ist es eklig. Ich weiß es nicht. So, auf die Nase. Und ich mache ja immer gerne auch das Lippenherz mit. Ja. Glanz reicht schon, ne? Ja, auf jeden Fall. Ja, jetzt will ich gucken in meine Palette. Aber ich glaube, ich möchte das so zweifarbig irgendwie, oder? Obwohl das... Nee, die Farbe lacht mich noch an. Diese hier. Das ist nämlich die Frosted Lime. Und die werde ich mir in den Inner Corner setzen. Mit dem Klammpinsel. Ah, unter der Augenbraue. Unter der Augenbraue müssen wir vielleicht auch noch was machen. Kann man ja jetzt nicht das Grün hinsetzen, ne? Das wäre ein bisschen komisch. Muss man allerdings ein bisschen hier aufbauen, aber das finde ich jetzt nicht schlimm, ne? Ja. Ich ziehe mir das auch mal gerne hier aufs Auge mit. Das hat was. Ne? Warum muss man immer mehrfarbig fahren? Muss nicht sein. So, jetzt noch mal eben unter die Augenbraue. Meine Q10-Palette hier. Da kann man ruhig, weil die jetzt auch nicht so hoch pigmentiert ist, großzügiger reingehen. Gerade bei dem Look jetzt, ne? So. Das ist schon... Hat schon mal. Das ist schon bunt. Hallo, bunt, hallo, bunt. Ich finde sie geil. Ich mag das. Wollen wir mal gucken, wie es gleich aussieht mit natürlich Wimperntusche. Ne? Die rundet ja alles ab. Also, die Palette kann ich... Oh, ich habe noch einen Klebi auf dem Spiegel. Den lasse ich aber jetzt, weil ich benutze den Spiegel da eh nicht. Also kann ich euch wirklich nur wärmstens empfehlen. Ne? Und stellt euch die mal im Hintergrund mein Buch weg. Hallo, das ist ja hier wieder... ne? So könnt ihr nämlich die sehen, die ihr gewählt habt auf Platz 2. Und ich glaube, zu Recht. So, ich habe nämlich hier eine Mascara von Rival de Loop, die Intense Definition Mascara für perfekt definierte Wimpern. Und die, ja, gehen wir uns jetzt mal auf und ich bin gleich wieder da. So, da bin ich wieder und mit meiner Wimperntusche und oh, die riecht aber angenehm. Das ist so ein, ja, tannenförmiges Bürstchen, würde ich sagen. Ich halte es mal so rum, so ein Gummibürstchen. Und ich mag Gummibürstchen. Schauen wir mal, wie die so ist. Oh, die ist aber leicht. Jetzt müssen wir immer noch reingehen. Einmal noch mal reingehen. Ob die ein bisschen mehr Produkt abgibt. Sehr leicht, ne? Musst du aufbauen. Aber die trennt die Wimpern schön. Nicht so einfach, die Mascara.
Tja, die bei mir bleiben wird, glaube ich eher nicht. Da mag ich so Gummibürstchen, aber die macht mir zu wenig Bäm auf den Wimpern. Aber so richtig wenig Bäm. Ich melde mich gleich wieder, wenn ich hier fertig bin. Das dauert sonst viel zu lange. So, da bin ich wieder. Also, die wird aussortiert. Ja, die wird aussortiert. Das war nichts, weil ich glaube, ich jetzt 6 oder 7 Schichten drauf getan habe, damit man überhaupt was sieht. Und, nee, ich bin überhaupt nicht begeistert, überhaupt nicht. Also sie trennt die Wimpern schön, trotz hier 7, 8 Schichten 3 Millionen drauf. So ist das nicht, aber das dauert mir einfach zu lange. Und da ist mir zu wenig. Zu wenig Kabam, also da gibt es bessere. Und die werde ich auch nicht im Aufgebraucht irgendwie packen, die kommt weg. Das wird ja nichts. So, jetzt kommen wir noch zu den Lippen. Und da habe ich von Manhattan Endless Color and Matte die Lippenbutter in dieser Farbe. In der Farbe haben wir nicht. Very Berry 950. Schauen wir mal. Der riecht ja auch wie Butter. So. Ich finde jetzt, die Farbe passt super dazu, weil ich habe natürlich Kabam auf dem Auge, da muss man ja nicht noch Kabam auf den Lippen haben. Ne? Und dann, ja, Hammer, den Look fertig. Und ich finde es irgendwie cool, ne? Weil das ist mal was anderes, es ist nicht mehrfarbig halt. Wirklich nur das Gelb und dann halt das Goldgelb noch auf den Augen. Ein bisschen Glitzergrün in der Mitte. Ich packe euch noch ein bisschen näher ran. Oh, nee. Näher ran, nicht weiter weg. Ich habe so mit links und rechts und das andere rechts, ne? Ja, ja. Kennt ihr das auch? So. Und ihr seht, ne, also da habe ich ja... ja. Muss man mögen. Und ja. Einfach mal jetzt weiter weg. Und dann schauen wir mal, wie es aussieht, wenn es weiter weg ist. Also ich finde es gut. Ich mag das. Ich komme so ein bisschen weiter. So ein bisschen so. Und ja, passt jetzt natürlich auch zum Look. Ist mal was anderes. Wirklich auch diesen blauen Eyeliner dazu. Und ja, das war mein Schminki zu eurem Platz 2 von mit der Bright Palette, ne? Bei Beauty Bay. Ich packe zu euch unten in die Infobox den Link. Guckt einfach mal da rein. Da findet ihr immer Schnäppchen und diese Palette auch. Also, das war's. Platz 3 folgt natürlich auch. Und ja, wenn euch das Video gefallen hat, dann würde ich mich freuen, wenn ihr wieder einschaltet. Also, meine Lieben, bis zum nächsten Mal. Bleibt alle gesund. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag, wunderschönen Abend und ja, falls ihr natürlich nicht gesund seid, euch das blöde Zeh getroffen hat, ich wünsche euch gute Besserung. Von Herzen. Und ich hoffe, ich konnte euch wieder so ein bisschen den Tag versüßen, so die halbe Stunde Steffi am Tag. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Oder ich würde mich freuen, wenn ihr wieder dabei seid, natürlich. Also macht's gut.